Die Iden Base GmbH präsentiert Angezapft, der sportliche Business Talk des SV Meppen. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Videopodcast Angezapft, der sportliche Business Schnack des SV Meppen. Bevor wir gleich mit unserer ersten Folge hier so richtig losstarten, möchte ich euch Zuschauern natürlich nochmal ganz kurz erklären, warum wir uns überhaupt überlegt haben, einen Videopodcast für den SV Meppen zu machen. Und zwar das folgende Hintergrund. Da natürlich alle Fans und natürlich aber auch die Partner des 1912er Business Club aktuell nicht ins Stadion kommen können, nicht zu den Heimspielen unseres geliebten SVM in die Hensch Arena, haben wir uns gedacht, wir kommen einfach zu den Partnern und Unternehmen des SVM. Und ich freue mich einfach, dass wir direkt zu dieser ersten Ausgabe heute, in dieser ersten Folge, wirklich eine sehr charmante und nette Mitstreiterin haben, eine tolle Gesprächspartnerin. Wir sind nämlich hier heute bei Linda. Ja, Linda Osters vom Autohaus Osters. Linda, schön, dass Sie heute hier sein dürfen. Ich würde sagen, erstmal Prost. Prost. Linda, wie geht es dir? Sehr gut. Ja? Hast du dich auf das Gespräch heute gefreut? Natürlich. Ja? Wir haben ja letzte Woche erst den Trailer ausgestrahlt. Wir sind da mit unserer kleinen Arte hier durch das Emsland gefahren und haben, wie gesagt, den Trailer am Dienstag veröffentlicht. Und daraufhin konnten sich dann halt alle Partner aus dem Business Club auf dieses Format bewerben. Unter anderem hat sich Linda beworben mit dem Autohaus Osters. Ich habe mal vorher so ein bisschen recherchiert. Deine Eltern haben ja das Unternehmen vor ungefähr 30 Jahren gegründet. Das ist, ihr seid ein relativ kleines, aber ein echtes Familienunternehmen. Genau. Du, deine beiden Eltern. Erzähl doch mal so ein bisschen, wofür steht ihr, was macht euch aus und warum sollte ich oder irgendwer anderes das nächste Auto bei euch kaufen? Ja, uns zeichnet vor allem die erfahrenen Mitarbeiter aus und die, der umfangreiche Service, den wir den Kunden anbieten. Unsere Kunden haben langjährige Ansprechpartner. Das liegt daran, dass viele Mitarbeiter ihre Ausbildung bei uns gemacht haben und dann natürlich auch hier geblieben sind, was natürlich dann zu einer angenehmen und auch familiären Atmosphäre zuträgt, da die Kunden dann auch wissen, mit wem die sprechen und wir kennen die Autos, wir kennen die Kunden kennen uns. Das ist dann schon ein schönes Feeling. Ja. Und das liegt dann ja auch daran, also Elisabeth Behrendt und ich, wir wollen auch diese familiäre Atmosphäre behalten. Wir sind da auch wirklich, ich sag mal, erpicht drauf, dass es so bleibt. Mhm. Da man zum Beispiel, wenn man zurückdenkt an Schützenfeste, auch mal gerne mit den Kunden, aber auch mit den Arbeitskollegen Bier trinkt und ein bisschen über private Sachen redet. Das ist uns ganz wichtig. Und sieht man auch daran, dass wir uns unter den Kollegen auch zu den runden Geburtstagen einladen oder haben auch nach dem Tag der offenen Tür sitzen wir auch gerne danach zusammen und trinken ein Bier, natürlich Bitburger. und das ist dann halt nicht selbstverständlich und das schätzen wir sehr. Genau, und das sieht man auch daran, wir haben letztes Jahr 4 Jubilare gehabt. Unser Werkstattmeister Günther Ballmann, der ist seit über 30 Jahren bei uns, geht mit uns durch dick und dünn. Von Anfang an hat er mit uns aufgebaut. Dann haben wir noch Friedhelm Koldemeyer und Oleg Ostwald, die sind seit über 25 Jahren bei uns tätig. Und letztes Jahr hatte auch Alexei Rude, unser Lagerist. Der arbeitet schon seit 15 Jahren bei uns und das Arbeiten macht zusammen Spaß. Das ist wichtig. Und daran sieht man ja auch, dass wir ein super Betriebsklima haben. Ja. Und tolle und erfahrene Mitarbeiter. Mhm. Ja. Und wir sind halt auch super stolz, dass wir letztes Jahr 2 Azubis einstellen konnten, obwohl Corona war. Dieses Jahr kommt noch einer dazu. Also es wächst weiterhin. Es wächst weiterhin, genau. Und an den Service- und Dienstleistungen halt ja auch. Wir haben einen 24 Stunden, 7 Tage die Woche Abschlepp- und Bergungsdienst. Wir haben alles das, was das Herz begehrt, so gesagt. Also von der Karosserieabteilung über normale Reparaturen bis hin zur Achsvermessung und auch eine Lackiererei, eine Waschstraßeaufbereitung, eine freie Tankstelle mit LPG. Ja. Also wir bieten das komplette Programm an und das passiert halt hier vor Ort und das zeichnet uns aus. Ja, das hört sich super an. Also ich nehme das jetzt mal ein bisschen mit raus, vor allen Dingen auch diese Beständigkeit. Also auch gerade die Mitarbeiter, wenn die so lange bei euch sind, ist das natürlich immer so ein Zeichen, vor allen Dingen auch, dass denen gefällt. Ne? Also anscheinend habt ihr hier wirklich ein gutes Betriebsklima und so weiter. Ja. Ich versuche jetzt gerade mal so eine kleine Brücke zu schlagen. Wie schnell war denn für dich klar, dass du eigentlich in die Fußstapfen von deinen Eltern treten willst? Das ist ja nicht...
ich sag mal, üblich letztendlich. Also man hat ja als junges Mädchen oder als junger Mensch grundsätzlich erstmal Träume, egal welcher Natur letztendlich. War das für dich relativ schnell klar, dass du auf jeden Fall das hier machen möchtest, weil du von klein auf damit groß geworden bist? Oder hattest du doch irgendwann mal was anderes im Kopf und bist dann trotzdem wieder hier gelandet? Ja, also unsere Eltern, ich habe noch zwei Geschwister, die haben uns eigentlich die Berufswahl offen gelassen und als wir ca. 13 waren, haben uns dann unsere Eltern ans Herz gelegt, doch mal die Samstage hier zu verbringen, ja. was dann natürlich auch gut für mich war. So habe ich herausgefunden, dass der Kundenkontakt wirklich was für mich ist, ja. Und dann habe ich halt das Wirtschaftsabitur gemacht und habe gemerkt, dass die wirtschaftliche Schiene auch mir Spaß macht, und dann habe ich mich weitergebildet bis hin zu Master im Automotive Management und jetzt komme ich aus der Sache nicht mehr raus. Ne? Hast du richtig den Studiengang quasi danach halt auch ausgewählt? Genau, das habe ich dann extra gemacht, damit man auch wirklich sagen kann, man ist bereit für die ganze Thematik und dass man sich auch ein bisschen spezialisiert. Ja, finde ich gut. Ja, wo hast du studiert angefangen? In Köln. Ach, in Köln. Ja, okay, ja, natürlich liegt ja nahe. Aus dem kleinen Emsland in die große, weite Welt nach Köln. Ja, das war schon, war schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Aber bist jetzt froh, dass du wieder zurück bist? Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen zurückerinnere, 12 Monate zuvor kam dann irgendwann die große Hiobsbotschaft Corona. Damals haben wir natürlich alle noch nicht wirklich gedacht, okay, das dauert jetzt wirklich 12 Monate, sorry. Das 12 Jahre hoffentlich nicht, nein. Hoffentlich nicht, genau. 12 Monate natürlich. Wie seid ihr mit dieser ganzen Geschichte umgegangen? Also ich kann mir das gut vorstellen, am Anfang waren natürlich alle total skeptisch, was passiert jetzt gerade. Ja. Alle haben so ein bisschen ihr Geld zusammengehalten. Komischer oder lustigerweise habe ich vorhin auf dem Weg hier im Radio gehört, dass gerade im zweiten Halbjahr 2020 die Leute ihr Geld in Autos auch investiert haben. Habt ihr das auch gemerkt? Hast du das auch so bestätigen? Ja, also ich muss sagen, Corona ist eine unruhige Zeit und die kostet auch viel Kraft für uns Unternehmer. Aber natürlich auch für alle Arbeitnehmer. Jede Firma muss man ja einschließen, musste einen neuen Rhythmus finden. Und das wurde uns natürlich auch ein bisschen erschwert durch die immer wieder änderten Verordnungen. Das war natürlich nicht so ganz einfach. Aber wir sind, also hier an dieser Stelle kann ich sagen, wir sind super froh, dass wir überhaupt geöffnet haben dürfen. Ja. Also das schätzen wir sehr. Und was uns am meisten halt wirklich Sorge gemacht hat, war der Vertrieb. Im ersten Lockdown mussten wir 2 Monate schließen. Das war natürlich erstmal hart, weil man nicht wusste, wie es weitergeht. Und da hat uns tatsächlich die Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16% und die Verlängerung und Erhöhung der Prämie für elektrifizierte Fahrzeuge geholfen. Ja. Deswegen war da auch der Anstieg da, muss man auch sagen, das hat uns echt geholfen. Ja. Und auch den anderen Autohäusern. Ja. Im Werkstattbereich haben wir versucht, verschiedene Arbeitsmodelle einzuführen. Manche haben geklappt, manche nicht so. Wir hatten zum Beispiel mal versucht, eine Woche lang in Wochenschichten zu arbeiten. Mhm. Aber das war nicht so ganz unser Ding. Dann sind wir in Schichtarbeit gelandet und jetzt sind wir wieder bei den normalen Arbeitszeiten. Ja. Wir sind halt super froh, dass wir diese Mitarbeiter haben, weil die alles mitgemacht haben. Ja. Wir wissen, dass es eine psychische und physische Anstrengung ist. Natürlich, wenn man halt dann in Schichtarbeit 6 Stunden arbeitet und durchgehend powern muss, ist es natürlich hart. Aber auch den Gedanken immer zu haben, man hat Kundenkontakt, man könnte sich anstecken. Also das wissen wir auch und das sind wir super froh, dass die alles so durchziehen. Und wir haben halt natürlich Schiss, muss man wirklich sagen, vor der dritten Welle. Aber wir haben jetzt versucht, den Mitarbeitern Sicherheit zu geben, indem wir uns jeden Montag testen lassen von einer netten Apothekerin. Und da versuchen wir dann so ein bisschen Corona entgegenzuwirken. Das hört sich doch gut an. Eine Sache noch, bevor ich das vergesse. Du hast ja schon gesagt, im Werkstattbereich musstet ihr so ein bisschen zurückfahren. Hat natürlich wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, dass Vertreter und so weiter grundsätzlich ihre Autos stehen lassen haben. Ja, ja. Die haben alle irgendwie viel über Skype oder über Teams und so weiter gemacht. Auch die Leute, die weite Reisen in die Urlaubsregionen gemacht haben, die konnten auch nicht mehr kein Auto mehr fahren. Also grundsätzlich wurde wahrscheinlich in Deutschland einfach weniger Auto gefahren. Das heißt, es gibt weniger Abnutzung und deswegen auch weniger Werkstattbesuche. Das ist wahrscheinlich der Grund gewesen. Ne? Genau, das ist auf jeden Fall der Grund gewesen. Das haben wir wirklich gemerkt. Die ganzen Vertreter, die kamen halt einfach gar nicht mehr, die sonst alle halbe Jahre da waren. Die haben uns angerufen und haben gesagt, wir würden lieben gern fahren, aber wir müssen die Termine quasi dann absagen, die ja mal tätigen. Aber man hat gemerkt, dass die Privatkunden halt viel mehr Interesse auch an Fahrzeugen gezeigt haben, weil die dann natürlich gemerkt haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, ist dann natürlich nicht mehr so sicher in der Corona-Zeit. Und da haben wir das so ein bisschen da wieder was auffangen. Ja, okay.
Dann wissen wir jetzt schon mal Bescheid, was ihr hier so macht und so weiter, wie ihr Corona so ein bisschen erlebt habt. Ihr seid ja auch, oder beziehungsweise das Autohaus Osters ist auch einer der ersten Partner aus dem 1912er Business Club. Und ich weiß auch, dass der Bernd, das ist ja der Vater, der das quasi die Partnerschaft damals eingegangen ist mit uns, sich auch sofort für das VIP-Paket entschieden hat, oder für das Business-Paket. Da sind ja VIP-Karten drin. Ich habe mal in unsere Clublisten geguckt und so weiter, ob ihr die alle immer benutzt habt und so weiter. Mir ist aufgefallen, ja, ihr habt sie benutzt. Seid ihr selber hingegangen oder habt ihr mal ein Gewinnspiel gemacht, dass ihr mal einen Kunden eingeladen habt oder so? Erzähl mal. Ja, also ich muss sagen, Business Club ist echt klasse. Die Karten Dankeschön. Sind sehr begehrt. Aber leider hat Bernd die Macht über die Karten. Also er ist total der Fußballfanatiker und ja. freut sich auch immer mit anderen Fußballliebhaber die Spiele anzuschauen. Ja. Deswegen nimmt er unterschiedliche Leute mit. Mal Kunden, mal Arbeitskollegen, mal Freunde, Familie. Ja, eigentlich alle dabei. Ja, das ist doch schon mal schön. Du bist aber anscheinend, also der Vater ist der Fußballfanatiker, ja. Aber Linda steht hier auch und hat auch den Schal um. Also insofern, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hat er dich auch immer relativ schnell schon infiziert im Kindesalter oder kam das irgendwie von sich aus bei dir? Doch, das kam schon vom Bernd auf jeden Fall, ja. da er uns ja auch mitgenommen hat zu den Spielen. Ja, aber da nicht nur ich, sondern auch meine beiden Schwestern Fußballfanatiker sind, würde ich sagen, war es immer schwierig, eine Karte zu kriegen. Und ja, ich glaube, jeder kann das zu Hause nachvollziehen, die Geschwister haben und alle gerne Fußball gucken. Ja. Was war so für dich dein absolutes Highlight in deinem Fan-Dasein bisher? Das DFB-Pokalspiel Meppen gegen Köln tatsächlich, da waren wir zusammen und ja, das Feeling war super, muss ich sagen, Stadion-Feeling, alle waren super drauf, bloß nur das Endergebnis hat nicht so ganz gepasst. War ein bisschen ärgerlich, das ist richtig, aber gut, okay, man ist halt Underdog da in solchen Spielen, das ist halt dein Erlebnis, das Stadion ist voll, es war ein Flutlichtspiel, glaube ich, ne, oder? Ja, genau. Also insofern ist das natürlich eine schöne Sache, die nimmt man dann immer gerne mit und ganz egal, wie das dann ausgeht, ist natürlich ein i-Tüpfelchen, wenn es dann klappt, als Underdog zu gewinnen, aber grundsätzlich ist es schon mal eine schöne Sache. Genau, ja, Top-Spiel, war lustig. Ja, gut. Ja. Bevor wir gleich zum Abschluss kommen, wir haben immer so ein kleines Gewinnspiel vorbereitet, also auch für die Zuschauer da draußen, also alle, die jetzt dort vor den PCs hängen und oder an den Smartphones oder so weiter, sich das alles anschauen. Wir machen in jeder Folge ein kleines Gewinnspiel, immer passend zu dem Unternehmen. Und wir stehen hier ja natürlich in einem Autohaus. Und als wir hier vorhin hergefahren sind, ist mir schon aufgefallen, es stehen hier so zwei ganz, ganz besondere Autos. Einmal hier so ein ganz alter Oldtimer von Ford, aber natürlich auch ein Ford Mustang GT. Bevor wir da zum Gewinnspiel kommen, ein Wort zu dem Oldtimer. Linda, erzähl mal ganz kurz, warum steht dieses Auto überhaupt hier? Ich würde sagen, da hat Bernd mal wieder einen Glücksgriff gemacht. Das Auto stand in der Scheune, mussten wir auf jeden Fall restaurieren, aber der Kunde wollte es nicht mehr haben und so hat Bernd das doch aus einer Scheune herausgeholt. Okay, und dann restauriert nach und nach und letztendlich ist es jetzt ein Modellprojekt oder etwas, was euren Verkaufsraum zum Glänzen bringt. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Also sehr schön. Liebe Zuschauer, jetzt nochmal zu dem Gewinnspiel. Da vorne steht der Mustang GT in einem sehr schönen Rotton, wie ich finde. Und das Gewinnspiel für euch zu Hause. Bevor wir vergessen, was es zu gewinnen gibt, es gibt ein SV Meppen-Trikot, natürlich unterschrieben von dem aktuellen Kader. Und wir hoffen natürlich, dass sie drinnen bleiben. Wie viel PS hat dieses Auto? Einfach eine kurze E-Mail mit eurem Tipp oder mit der richtigen Antwort an angezapft@svm.de schicken und dann werden wir unter allen Einsendungen einen glücklichen Gewinner ermitteln. Am besten natürlich auch gleich eure Kontaktdaten und die Adresse in die E-Mail reinschreiben, damit wir das euch dann im Nachgang dann auch zukommen lassen. Linda, ja. Letzte Frage, bevor wir hier schon fertig sind. Ja. Du hast eben schon gesagt, Bitburger schmeckt dir ganz gut. Ja. Erstmal Prost nochmal. Prost. Pilz, Radler alkoholfrei. Was trinkst du am liebsten von Bitburger? Pilz. Pilz, also ganz klassisch. Ja. Und wo? Also in welcher Runde? Im Stadion? Gut, momentan geht es natürlich nicht. Oder eher zu Hause im Sommer auf der Terrasse beim Grillerchen mit ein, zwei Freunden. Wo genießt du es am liebsten? Ja, natürlich in Gesellschaft mit entweder Arbeitskollegen, Freunden oder Familie natürlich. Ja, ich
wir erwarten sehnsüchtig die Zeit wieder, wo man zusammensitzen kann. Und wir hatten zum Beispiel für die Jubilare noch eine Aktion geplant, eine Quad-Tour und danach grillen. Und ich glaube, da erwarten auch unsere Arbeitskollegen da drauf. Von daher, das wird hoffentlich die nächste Aktion sein. Ja, hervorragend. Linda, dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein konnten. Gerne. Ich hoffe, dir hat es auch ein wenig Spaß gemacht, dass ihr euch so ein bisschen präsentieren konntet. Ja, was soll ich sagen? Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder von uns mit der ersten Folge von Angezapft, der sportliche Business-Schnack des SV Meppen. Und ich bin der Timo, das ist die Ape und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, schönes Wochenende. Tschüss.